Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 1. August 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Highlight sind heute die Zahlen von RBI und AT&S mit extrem viel zwischen den Zeilen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im August sind präsentiert von Wiener Berger und jemanden, den ich hoffentlich morgen nennen kann. 3230,15 Punkte jetzt zu Mittag um 12 Uhr, als ich das einspreche, ein Minus von 0,49% am ersten Handelstag im August zu Mittag. Auf der Gewinnerseite die Andritz mit plus 1,6%, dann die AT&S mit plus 1,5%, da komme ich noch dazu, Vienna Insurance Group mit 1,4%, auf der Verliererseite Raiffeisen Bank International mit 3,8%, die Voestalpine mit 1,9% und die Erste Group mit 1,5% im Minus. Bei den Umsätzen ist es so, dass die AT&S und die Raiffeisen, die beiden Zahlenleger, 12 Millionen Umsatz haben, beide, und die Erste mit 10,6 Millionen. Die waren gestern Zahlenleger, also durchaus ein stärkerer Monatsbeginn heute. Und it's time for the Main Event, das ist das Jingle nicht ganz fertig, aber ich glaube, man hat es irgendwie verstanden. Main Event sind die beiden Zahlenleger RBI und AT&S. Und ich schaue jetzt mal kurz zu RBI. Die haben ein Konzernergebnis im Halbjahr von 1,235 Milliarden Euro geschafft. Das ist in etwa auf dem Vorjahresniveau ohne Berücksichtigung des in der Vorjahresperiode realisierten Veräußerungsergebnisses der bulgarischen Konzerneinheiten von 453 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis liegt bei 2,6 Milliarden Euro. Das Russland-Geschäft wurde weiter reduziert und die Kernerträge, Zins- und Provisionsüberschuss stiegen im Halbjahr um 18%. Unsicher bleibt es wegen der Dividende, da wird man von der Kapitalposition des Konzerns ohne Russland abhängen, sagt die Bank einfach. Also ich glaube, es ist egal, was die Bank momentan sagt, Russland ganz, ganz großes Damoklesschwert drüber und die Aktie, die verliert trotz der Steigerungen eigentlich, die es da rundherum gibt, heute doch die genannten knapp 4%. Ganz anders AT&S, die haben im ersten Quartal einen Konzernumsatz in Höhe von 362 Millionen Euro und damit einen Rückgang von 28% gehabt. Das EBITDA hat sich gleich um 45% auf 75 Millionen Euro reduziert. Und zusätzlich zur geringeren Nachfrage haben auch Anlaufkosten in Kulim und Leoben negativ aufs Ergebnis ausgeschlagen. Aber der Ausblick wird bestätigt. Und die Aktie hat ja deutlich verloren, zuletzt auch seit Jahresbeginn, aber im Vorjahr. Und man erwartet im Jahresverlauf jetzt eine schrittweise Verbesserung des Umsatzes, was zu einem Jahresumsatz doch wieder von 1,7 und 1,9 Milliarden Euro führen wird. Also die Guidance, die da ein bisschen aus der Talsohle herauszeigt, führt dazu, dass die Zahlen dann unterm Strich positiv aufgenommen wurden und die AT&S eine der drei großen Gewinneraktien des heutigen Tages ist. Und das sieht man auch wieder, auf der einen Seite hat man eine Steigerung beim Ergebnis, auf der anderen Seite hat man ein deutliches Minus, die eine Aktie fällt und die andere Aktie steigt, aber genau mit umgekehrten Vorzeichen zum Ergebnis, wie genau man da hinschauen muss und wie viel da auch letztendlich zwischen den Zeilen ist. UBM, dort wird der Deutschland-Geschäftsführer Werner Huber sein Amt zum Jahresende 2023 niederlegen, aus persönlichen Gründen, und Suche nach einem Nachfolger wird natürlich initiiert. Eine gute Nachricht gibt es für die Montana Tech Components und die Montana Aerospace. Die haben quasi auf der renommierten Luftfahrtmesse Paris Airshow einen mehrjährigen Liefervertrag mit Kawasaki Heavy Industry und Boeing letztendlich unterzeichnen können. Und das ist sicherlich ein
fetter Milestone. Bei der Semperit gibt es auch News, doppelt gleich. Der Erwerb der Rico Group ist nun abgeschlossen und das Closing ist jetzt per 31. Juli 2023, also das Unternehmen hat das natürlich heute gleich mitgeteilt. Die Rico hat im Vorjahr einen Umsatz von 90 Millionen Euro erwirtschaftet und beschäftigt. Mehr als 500 Mitarbeiter in Österreich, Schweiz und USA und bestätigt hat das Ganze in der Aussendung, dass ich das Wort noch reinbringe, die Bettina Schragl, die von der Immofinanz zur Semperit gekommen ist und jetzt in dieser Aussendung auch offiziell aufgetreten ist. Die Bettina wird Director Group Communications, IR und Brand Management sein. Und ja, herzlich willkommen dazu und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Mir persönlich, habe ich das immer wieder /Risikohinweis auch gesagt, gefällt die OMV-Aktie derzeit sehr, sehr gut neben der Telekom Austria. Bei der Telekom Austria, die ziehe ich mal vor, ist es so, dass die wohl durch ist, was die ATX-Aufnahme betrifft. Das wird die Beobachtungsliste, die heute Abend erscheint und wir haben die mal hochgerechnet, glaube ich, noch deutlicher zeigen. Und dann fehlt einfach nur noch ein Monat. Die Telekom hat da jetzt einen Riesenbuffer für den ATX-Platz. Und die ganze Geschichte mit den Towers ist ja nicht einmal noch wirklich losgegangen. Also das wird, glaube ich, eine eindeutige Sache werden. Und auch die OMV-Aktie, die habe ich zuletzt immer wieder zugekauft, weil der große Gasfonds und die ganzen Geschichten, das Ganze schaut meiner Meinung nach sehr gut aus. Und immer wieder erwähnt auch, dass ich auch in Essling tätig bin und Stadtgrenze, Machfeld und so. Und dieser Ölfonds, der war ja im Machfeld, ist natürlich Thema. Und in einer anderen Sache habe ich jetzt mit dem Günter Fock und dem Robert Wallner, den Vorständen von der Machfelder Bank zu tun, die feiern gerade 150er und wir haben auch feiern und das Ganze wird da irgendwie halt lässig zusammengeführt und macht Spaß. Und die habe ich natürlich auch zum Gasfund gefragt und folgendes Statement bekommen. Der Gasfund in Gänserndorf wird die Versorgungssicherheit in Österreich erhöhen und idealerweise zu reduzierten Preisen führen, um die Menschen zu entlasten und die Arbeitsplätze auch in der Region zu schaffen. Die Machfelder Bank unterstützt zusätzlich weiterhin Investitionen in den Ausbau von erneuerbaren Energien, um auch für die zukünftigen Generationen eine nachhaltige Zukunft sicherzustellen. Also in Summe, glaube ich, eine spannende Gemengelage, um dieses Modewort aus 2022 nochmal zu strapazieren, was sich da im Machfeld tut. So, und finally noch Research, da hat sich bei AMS Osram was getan. Jefferies, Kepler, Chevreux, die UBS und JP Morgan haben die Einschätzungen bestätigt. Die sind eher defensiv, so neutral, reduzieren und halten, aber alle haben das Kursziel nach oben genommen, weil der Kursanstieg natürlich schon mächtig war mit plus 25% in den letzten Tagen. Zur OMV gibt es ein Buy von Kepler Chevreux. Das Kursziel geht aber von 59 auf 56 Euro nach unten. Und ja, das war's dann für heute. Morgen gibt es einen Input von Gunter Däuber, der in der Raiffeisen-Gruppe das Research leitet, auch Raiffeisen Research. Und da reden wir über die Bewertung vom ATX. Die gestrige Folge von 30x30 hat da ein bisschen eingeschlagen und Update dazu gibt es morgen. Tschüss und Baba.